So, hallo meine Freunde, nochmal zur Erklärung dessen, was ich hier gebaut habe. Das ist dieser Fächertanz, der koreanische. Ich habe jetzt keines dieser Modelle an Strom angeschlossen. Dahinter ist dieser, ich nenne es mal Upside-Down-Breakdancer oder wie ein Freund schrieb, ein Inverted-Breakdancer. Ja, das passt beides. Und dann habe ich hier bei meinem Xanadu Musik Express die Dachverkleidung allsamt abgebaut, wird alles erneuert. Und ich habe hier das Handmodell, also wirklich nur ein Handmodell, ohne Antrieb, ohne Motor eines. Es ist mit Überschlaggondeln. Wirklich nur ein Handmodell von einem irgendwas. Also ich würde es nicht sagen Inversion oder auch kein Infinity, sondern sowas, eine Mischung aus irgendwas Eigenem. Alles nur von Hand gefahren hier. So. Es ist von der Schwingfrequenz her sehr harmonisch. Weil es... Ich habe es gut ausbalanciert, sehr gut ausbalanciert. Höhe ist etwa 80 cm. Nichts Großes. Draußen gewittert's. So. Ich habe bei diesem hier die Schwierigkeiten mit der Schwingbewegung, weil ich wollte nicht unbedingt mit einem Motor und einem Steuertrafo diese Schwingbewegung erzeugen. Das wird irgendwie den Motor und oder den Transformator überlassen. Deshalb, ich werde mir da irgendetwas ausdenken, wie mit einem Uhrenpendel oder wie bei einem Glockenantrieb. Sowas, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und irgendwann wird dieses, was auch immer sein wird, fertig werden.